Die Beweggründe, sich einer Gruppierung anzuschließen und zumindest eine Zeit lang mit den eigenen Wurzeln und der Gesellschaft zu brechen, sind natürlich vielseitig. So individuell wie die Akteure selbst. Häufig wird den Mitgliedern der RAF ja jegliche ideologische Motivation abgesprochen, was ich für den falschen Ansatz halte. Die meisten in der RAF waren zumindest in den Anfängen hochmoralisch denkende Menschen, die sich wirklich einer Ungerechtigkeit des Staates ausgesetzt sahen und gegen die sie keinen anderen Weg als den der Gewalt sahen. Hier dürfen wir auch nicht vergessen, wie nah die Folgen des Zweiten Weltkriegs noch alltäglich spürbar waren. Aus Gesprächen mit Tätern weiß ich, dass es neben dem allgemeinen Aufbruch in den 60ern auch besondere Schlüsselmomente gab, die dann jeden individuell angetrieben haben. Also von historischen Ereignissen über Demonstrationen, nächtelange Diskussionen mit Linksintellektuellen und auch die Verhältnisse im eigenen Elternhaus. Alles konnte Beweggrund sein. Es gab eine Art Scheideweg, auf dem sehr viele Richtung bewaffnetem Kampf abgebogen sind, was mir in Gesprächen mit einigen sogenannten 68ern als völlig normal beschrieben wurde. Es ist natürlich keine neue Erkenntnis, dass vor allem der Mord an Benno Ohnesorg im Juni 67 zum Beispiel Gudrun Enslin mobilisiert hat. Sie sah sich wirklich in ihrer Freiheit bedroht. Und der Griff zur Waffe in Form einer dazugehörigen Guerillastruktur war ein weltweites Phänomen, in das sich dann auch die RAF einreihte. Daher ja auch der Name Rote Armee-Fraktion. Sie sahen sich als Teil einer weltweiten Roten Armee im Kampf für Freiheit und gegen Unterdrückung und gegen soziale Missstände. Weitere bedeutsame Ereignisse waren sicherlich das Attentat auf Rudi Dutschke 68, später dann auch der Tod von Holger Mainz im Gefängnis nach diesem harten Hungerstreik 74. Was wir alle sicherlich kennen, ist die Tatsache, dass nach langen Jahren der Entwicklung manchmal ein kleiner Moment ausreicht, um einen Entschluss zu fällen, egal ob im Positiven oder im Negativen. Vermutlich war es bei der RAF nicht anders. Es musste wohl nicht das große Spektakel her, um in einer aufgeheizten Stimmung dann inmitten einer Gruppe diesen imaginären Schritt in die Illegalität zu gehen. Auch wenn das viel schöner und pathetischer klingt, wenn man heute das Ausscheren einiger auch begründen will.